Rheinland-Pfalz springen wir nach Baden-Württemberg, denn Innenminister Thomas Strobel hat die sogenannte Briefaffäre mit einem dunkelblauen Auge überstanden. Er hat eine Geldauflage von 15.000 Euro akzeptiert, damit die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen ihn einstellt und er Innenminister bleiben kann. Die Opposition ist darüber sehr empört. Seit Monaten wird gegen den CDU-Politiker wegen der Weitergabe eines Anwaltsschreibens an einen Journalisten ermittelt. Mit dem Deal will Strobel nach eigenen Aussagen das Verfahren schnellstmöglich beenden, um sich als Innenminister voll und ganz auf die Gewährleistung der inneren Sicherheit, Zitat Ende, konzentrieren zu können. Die CDU stützt ihn dabei. Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann vertraut seinem Innenminister weiter und teilte heute mit, dass die Sache für ihn geklärt sei. Die Opposition bezeichnet Strobels Agieren hingegen als absoluten Tiefpunkt in der politischen Kultur des Landes Baden-Württemberg. Und kurz vor der Sendung haben wir mit Hans-Ulrich Rüke, Fraktionsvorsitzender von der baden-württembergischen FDP, gesprochen. Herr Rüke, welche Außenwirkung hat das denn für die Baden-Württemberger? Für die Menschen in Baden-Württemberg halte ich die Außenwirkung für verheerend. Da gibt es einen Innen- und Verfassungsminister, der für die öffentliche Ordnung zuständig ist, eine Straftat begeht, diese Straftat im Grunde dadurch eingesteht, dass er eine Geldauflage von 15.000 Euro akzeptiert und weitermacht, als wäre nichts geschehen. Das ist, wie man schon hört, etwa aus der Polizeigewerkschaft, ein verheerendes Zeichen für die Polizistinnen und Polizisten. Und es stellt sich vor allem auch die Frage, wie man den Menschen in Baden-Württemberg jetzt noch klar machen will, dass sie sich rechtstreu verhalten sollten. Sie sagen ja ganz klar, dass er sich strafbar gemacht hat, eine Straftat begangen hat. Gibt es denn eine andere Option als Rücktritt für Sie? Nein, es gibt keine andere Option als Rücktritt. Da müsste er zumindest seine Unschuld beweisen oder die Staatsanwaltschaft müsste bereit sein, das Verfahren ohne Auflagen einzustellen. Das tut sie aber nicht. Die Staatsanwaltschaft hat eine Geldauflage verhängt, die der Minister offensichtlich auch bezahlen möchte. Das heißt, die Staatsanwaltschaft sieht eine Straftat. Und ein Innen- und Verfassungsminister eines Landes wie Baden-Württemberg, der quasi einer Straftat überführt wurde und im Amt bleibt, ist ein Unding, das ist ein Tiefpunkt der politischen Kultur in unserem Land. Ministerpräsident Kretschmann hat sich ja heute ganz klar geäußert. Er steht hinter Strobel. Finden Sie das richtig? Jeder Ministerpräsident, der noch einen Funken Verantwortungsgefühl für seine Aufgabe hätte, müsste diesen Minister entlassen. Das ist völlig klar. Denn es ist ja Aufgabe des Ministerpräsidenten, die politische Kultur, die politische Hygiene im Land zu schützen. Das tut er nicht. Ihm ist die Architektur seiner eigenen Landesregierung wichtiger als das Wohl des Landes Baden-Württemberg. Herr Rüke, vielen Dank für diese klare Meinung. Danke Ihnen auch.